Wir sind die sechs von der Müllabfuhr, Müllabfuhr, Müllabfuhr. Wir fahren raus um 7 Uhr. Ich fahr den Müllwagen, Müllwagen, alles drin. Wir zwei stellen die Tonnen raus. Bah, ist das eklig. Tonnen mit Müll anfassen, das macht doch kein Mensch. Oh, Leute. Ach, da hängt hier die Suppe von der Decke, oder was ist hier los? Leute, das ist nicht fair. Ich brauche jetzt wieder ein Eis von Ben & Jerry's. Mit einem glatzköpfigen Farmer. Schwarz, bitte. Also Schokoladeneis, meine ich. Oh. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Super Mario World Hex, dass das so das Verrückteste ist, was ich mache. Ey, sag mal. Wolltest du mir mal einfach aus der Sonne gehen da oben, du Lachsgesicht, ey? Schau dich mal an, ey. Mann, aus dir wird doch kein Elfmeter-Tor gebaut. Meine Güte, ist sehr easy. Das gibt's doch nicht. Den würde ich irgendwo anketten. Und dann würde ich einfach sagen, Junge, hier ist vorbei jetzt. Übrigens, es ist mehr als ein Jahr her, dass dieser fabulöse, ja, Spruch in Anführungszeichen, Jürgen, nicht die Donauwelle essen, geprägt wurde. Von einem eierhälsigen Biergesicht. Slow down! Murat! Oh. Murat! Murat, pass auf, du! Ich bin... Wie hieß der noch? Harry? Harry! Norbert Heisterkamp hieß der. Bester Mann in ganz Europa. Gebt euch den mal, das ist bester Typ. Kennt ihr den? Jetzt ohne zu googeln, Norbert Heisterkamp, wer ist das? Einziger, der das weiß, wahrscheinlich ist wieder YouTube-Shithead. Aber der weiß sowas eben. Der ist auch gefeiert, dass ich einmal neben Johannes Rotter im Bus saß. da hat er gefeiert. Das fand ich auch total geil. Ich wollte eigentlich schon fragen, ob der mir mal ein Autogramm geben kann. Da kam ich gerade aus Münster, hab da mit einem Kumpel von mir, waren wir bei Vapiano und dann haben wir ein bisschen Bier getrunken hinterher. Das war in so einer Billard-Lounge, aber dann habe ich wieder Billard gespielt, hab gezeigt, wie gut ich da drin bin. Bin ich nämlich gar nicht. Und das war so ein bisschen peinlich dann. Also für ihn auch. dass ich da überhaupt mitgemacht habe. Ich meine, ich habe ja neulich mal mit Priest Billard gespielt. Und ich habe das Gefühl, als der in Texas war, der hat die ganze Zeit nur Billard geübt. Mehr hat er nicht gemacht. Und für alle von euch, die es nicht kennen, also Priest ist immer bei mir gewesen, hier Matty vs. Priest, haben wir zusammen aufgenommen. Und der war ein Jahr lang in Texas, hat da sein Auslandsjahr gemacht. Und ich glaube, da hat er, nachdem er seinen amerikanischen Master of Engineering hatte, seine komplette Freizeit nur damit verbracht, dass er pumpen gegangen ist und Billard gespielt hat. Oh ja, Reznor, ey, gib mir doch mal ein bisschen die Kante hier, du dreckiges Mistvieh. Reznors! Ah! Ich hasse die Reznors, habe ich schon mal gesagt. Das macht mich nervös. Die sind nicht schwer, aber das ist nervös machen. Das ist nervös machen. Das ist Schikane. Das ist Sauerei. Ah! Ist gut. Die ganzen Punkte brauche ich kein Mensch. Ich habe den Kaffee ein bisschen stark gemacht. Kann das sein? Gleich fühle ich mich wieder schlecht. Bowser's Castle. Kleine Fotze. Kleine Fotze. Keine bösen Wörter und nicht schlagen. Was ist hier denn los? Warum rennt er nicht los, Mario? Hast du Skip Legs Day gemacht oder was? Der Einzige, der Skip Legs Day machen kann, ist Rayman, weil der keine Beine hat. Ach so, du bist nicht langsam, das sind einfach nur Legs. Skip Legs Day. Wow! This is a reset door. Use this if you accidentally kill or get rid of the shell. Oh ja, weiß ich wohl, ey. Oh, sag mal. De Fipsi. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie, ne, ehrlich, habe ich noch nie gemacht. In einem Schloss, wo diese Drybones rumlaufen, hatte ich noch nie einen Stern. Bis heute. Leute, das ist der Wahnsinn. So ist für mich ein Mushroom Kingdom Schloss. Da siehst du zumindest auch nochmal, dass das Mushroom Kingdom ist. Sie haben da ihre Flagge. Haben die doch in allen Schlössern. Seht ihr schon drin? Freiheitszug von Liptau und Uravi. Und
Dann können die mal von mir aus so mal ein bisschen zeigen. Was ist denn los hier? Also das, nee, da möchte ich nochmal die Killcam sehen. Also das gibt's nicht. Hi. Mach mal fertig hier. Hallo. Ich fühle mich jetzt dazu berufen, irgendjemandem zu sagen, dass ich... Das ist so doof! Wieso funktioniert das nicht? Da muss ich ihn erst fletschen und dann den Großen und dann alle Kleinen und dann hier nochmal lang. Und dann nehme ich dich mal mit, weil du aussiehst wie so ein Pfund Mischak. Ja, genau. Ich glaub's auch, ey. Dass der sich dann nur umdreht mit seiner komischen Sechsernase da, mit seinem komischen Pickel oder Warze auf dem Stirn. Sieht aus wie Richfield. Mann! Hallo? Oh Gott. Achso. Ja, das gibt's noch einen Plan für Leute, die so nicht so intelligent das gemacht haben, wie ich jetzt gerade. Oh Gott, muss ich da. Oh jawohl, da habe ich ja jetzt Bock drauf. Oh ja. Achso, nee, der kommt gar nicht mit. Hui! Das fordert schon, ne? Er ist jetzt kein MGU, aber das ist schon eine Nummer. Yeah! Okay, rein in die gute Stube. Hallo, guten Tag. Ich könnte mir mal... wie wär's, wenn ich mal diesen Maggie Cooper... Oh, deine Mutter. Was ist mit ihm denn nicht richtig? Senf Cooper. Dass er auch nicht dadurch stirbt. Diese dämliche... Das bringt nichts. Hallo, was steht da jetzt? I have heard of Princess Mario. See if you can take it back from me and get back the Kingdom Bowser. Ja, das extra Leben, da kacke ich drauf. Och ja, genau, du bist es wieder. Komm her. Das war der Schnelldurchlauf. Moin, wo ist denn hier? Der kommt, schmeiß mal deine Minions hier, Junge. Komm, gib. Mach fertig. Essenszeitig. So, erster. Böng. Und... Nee. Ach komm. Ich habe ja Speed-Ups hier. So, und dann... Und da ist er wieder. Was? Peach, du alte Muff. Warum gibst du mir einen Pilz? Ich hatte doch eine Blume. Stell mal vor, du hast da so einen Strauß Blumen und dann will die den nicht haben, sondern er hätte gerne lieber so einen Bund Champignons da. Ja, das sind auch Frauen, die du nicht verstehst. Also niemals in deinem ganzen Leben. Ich meine, ich hab's ja auch mal versucht, aber es geht nicht. Dann kommst du da zu so einem Date zu der und denkst dir, geil, da kannst du mal richtig schön einen raushauen und bringst da so einen Strauß Blumen mit und sagt die, nee, Strauß Blumen finde ich voll scheiße. Hier, wie wär's denn mal mit so ein paar Champignons? Und vor allem, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass meistens Frauen diejenigen sind, die keine Pilze mögen. Das ist aber auch, wie kann ein Mensch keine Pilze mögen? Leute, Pilze sind geil. Sind sie wirklich. Eine Freundin von mir mag partout keine Pilze. Ich meine, was ist denn das? Du musst doch Pilze mögen. Ja, komm, fahr jetzt mal eine Runde hier. Red. Mach, du wirf doch mal deine Kinder da runter. Meine Güte. Das kann doch nicht so schwer sein. Hier, zack. Eine Bams. So. Okay, jetzt macht er wieder den hier. Das hat sich auch anders vorgestellt. Hallo, ich bin auch. Kennst du das, wenn du so, keine Ahnung, wenn du das Fenster aufmachst und kriegst da, weiß ich, so einen Apfel an die Stirn, so ungefähr war das gerade. Hallo, oh du Sack. Sag mal, Bowser, wirst du wohl mal dich zufrieden geben hier? Mario's Adventure is over, Mario, the Princess, Yoshi and all. Das interessiert keinen Mensch. Was ist mit Luigi? So, ist zu Ende jetzt? Continue and save. Ja, das haben wir gut gemacht, ne? Macht's gut, Kinder, und schlaft heute früh ein.